Yo, willkommen zu einem neuen Video von Goku Let's Play. Das bin ich. Ich habe mir heute mal das Spiel AFK Arena runtergeladen, weil ich es in der Wärme gesehen habe und eigentlich ganz witzig fand, so von den Spieleprinzipien her. Und ich zocke so eine ganz einfach echt super gerne. Genau. Ich kann einfach mit euch mal ein bisschen zocken hier zusammen. Mal gucken, wie das Spiel so abläuft. Und auf jeden Fall ein paar Gems verballern wir. Ich habe 5030 Gems, also Diamanten. Und ja, dann wollte ich eigentlich mein Team ein bisschen verstärken und einen neuen Helm beschwören. Genau. Ihr seht schon, also AFK Arena, wie das Spiel schon sagt, die kämpfen automatisch die ganze Zeit im Hintergrund. Und glaube ich, so wie ich es gelesen habe, könnt ihr alle 12 Stunden eure Truhen abholen. Also spätestens. Ihr könnt zwischendurch mal hier raufklicken. Und dann habt ihr einfach hier, seht ihr, hey, XP. Das sind ja alles zum Upgraden der Helden und ein bisschen Gold dazu. Und das könnt ihr einfach sammeln, so oft ihr wollt. Und ich glaube, es ist maximal 12 Stunden. Könnt ihr das AFK farmen lassen, da ist so ein kleiner Broke. Genau, gerade ein Level up, super Level 10, perfekt. Und ja, würde dann legen wir einfach mal los. Ich würde ja einfach am Anfang mal ein paar Gems verballern. Jo, das sind meine Helden aktuell. Ich kann das Spiel nicht ganz so gut, aber wie ihr seht, lila ist wieder das Beste. Blau ist normal und die grünen sind die schwächsten Charaktere mit. Und ja, genau, ich habe einmal, glaube ich, 5 Euro investiert, mir so ein Monatsabo gekauft. Kann man das kaufen? Hier, glaube ich, genau, 4,99. Und beim ersten Cash kriegt man halt, Invest kriegt man einen Held kostenfrei dazu. Und das war der hier. Genau, Grisul. Und ja, den habe ich gesagt, gönne ich mir einfach mal. Und genau, gleich ein bisschen hochgezogen. Aktuell, wie ihr seht, ich kann ja kurz mal was machen. Das Spiel ist super simpel. Ihr müsst einfach nur immer auf Anfang klicken. Und dann wird hier oben, wo die Schwerter kämpfen, wird einfach nächste Stage versucht zu besiegen sozusagen. Klick kurz mal rauf. So, könnt ihr einfach ganz easy peasy eure Helden auswählen und einfach auf Kampf beginnen. Und dann machen die meistens alles automatisch. Genau, wie ihr seht, ich habe das Auto aufgestellt, Speed 2. Und ja, ich habe diesen Partner nicht geschafft, weil Helden aktuell noch zu schwach sind. Das heißt, ich muss die leveln, ausrüsten und natürlich vielleicht einen neuen Helden beschwören, der mir das Ganze ein bisschen leichter macht. Und genau. Seht ihr meine Helden fein hier? Blub, blub, das war's. Defeat. Ja. So sieht's aus, weil er zu schwach ist. So, Crest, was haben wir? Ah, sehr schön. Cool, 100 Gems und 60 VIP-Punkte, ist nice. Beende Abschnitt 2 von. Ah, gibt's ein gutes Schwert. Alright. Genau, was ich rausgefunden habe, ist, wenn ihr Helden beschworen habt, egal was ihr beschwört, immer neue etc., könnt ihr unten auf Porträts klicken und dann der Held, wo ihr es nicht eingesammelt habt, zeige ich euch gleich, der mit einem Ausrufezeichen, hier bei mir sind es die, dann könnt ihr unten auf Geschichte klicken und dann 100 Gems sammelt für jeden neuen Helden. Eigentlich ziemlich cool. Da trägt der pro Held 100 Gems kostenfrei und am Anfang, glaube ich, beschwört man ziemlich viele neue Helden und da kann man sich ein bisschen Gems hier aufbauen. Hier auch noch gleich mal ein bisschen was ranholen, zack, zack. Genau, ich habe gar nicht die Fertigkeiten so durchgelesen hier. Ich wollte jetzt erstmal nur kurz ein bisschen zocken. So, was haben wir hier? Geschichte, zack. Ich glaube, die waren es nice. Die hat, glaube ich, so ein Schild gehabt. Genau, zeigt ein Verteidigungsschild bis zu 2% vom littenden Schaden. Das ist eigentlich krass. Genau, kleiner Supporter. Wie gesagt, kenne das Spiel echt noch nicht. Heute gerade mal angefangen. So. Dann würde ich sagen, beschwören wir einmal, wir haben 2, 7, 5, 4, cool, können wir zweimal Gems beschwören, perfekt. So, lasst mal reinhauen, wir müssen einmal hier, glaube ich, auf die Taverne gehen. Genau, ganz simpel, könnt ihr euch jeden Tag Freunde-Punkte und her schicken von der Freundesliste und könnt damit halt eure neuen Gems beschwören. Was habt ihr noch? Das sind dann so mal mit Diamanten. Dann kann man sich so eine Rollen bestimmt kaufen oder, keine Ahnung, durch Events holen oder sowas, noch nicht gehabt. Ich sage, wir machen jetzt den 2-7er und zwar, ihr kriegt auf garantiert immer einen Elite-Hero mit dazu. Bei 10 mal beschworenen Helden kriegt on top nochmal 10% Rabatt. Und genau, ihr könnt euch hier einfach 10 Helden beschwören mit 2700 Gems. Wenn ihr 10 mal 300 beschwert habt, seid ihr bei 3000 und habt keinen garantierten Hero. Von daher macht es immer Sinn zu sparen. Es sind vielen Spielen aktuell so. Heißt einfach sparen, dann geht's los. Das hier oben ist, weiß ich auch gar nicht. Was ist das hier? Ein Buch. Okay. Egal.
So, ich würde sagen, wir beschwören jetzt einfach mal ja, das erste Package mit euch zusammen mit 2700 Gems und gucken, was da abgeht. So, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit dem Beschwören. Los geht's. Okay, machen wir alles am besten einzeln auf hier. Green, green, yeah. Lila. Nice. Blutklaue. Jetzt ist einer schon mal dabei. Blau. Green, green, blau, green. Naja, wenigstens haben wir einen Helm mit dabei. Die Blutklaue. Brutus. Okay. Ja. Sieht auf jeden Fall nach einem Haut drauf hin aus. Das brauchen wir ein bisschen Damage hier. Was haben wir hier? Nero. Muss mal gucken, was die Helden alles können. Mal nur austesten. So, würde ich sagen, wir wollen euch mal weitere 10 hier öffnen. Und los. Wieder alle einzeln öffnen, würde ich sagen. Macht es ein bisschen spannender. Okay. Blau, blau. Nochmal blau. Oh, ich will nachher Lila haben. Wo ist der Lila? Nochmal blau. Die habe ich schon. Sounds nice. Green. Blau. Ey, Leute. Das sind 2700 Gems. Na gut. Jetzt haben wir ein Lilanen. Starkes Herz. Okay. Stärke der Natur. Alle sind stark hier. Okay. Muss echt mal gucken, bis sehen alle drauf an mir. Alle mal ein bisschen austesten, ein bisschen hochpushen. Dann gucken wir mal. Alright. Ja. Wie ihr seht, habe ich jetzt mit euch hier zweimal 2700 Gems einmal beschworen. Haben wir einen Legendary mit dabei. Und ja, ich würde sagen, gucken wir euch mal an, wie der so abgeht. Vielleicht komme ich jetzt ein bisschen weiter in meinem Spiel. Jo Leute, das war's auch von mir. Jetzt haben wir insgesamt zweimal 2700 Gems verballert, einen Brutus rausbekommen. Der Rest ist noch normal. Genau, ich melde mich wieder in weiteren Videos. Vergesst nicht, mir ein Like da zu lassen. Subscribe meinen Channel, schön abonnieren, mit weiteren Videos kommen. Und falls ihr Fragen zum Spiel habt oder irgendwas anderes euch wünscht, sagt Bescheid. Ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Google Let's Play. Bis dann. Ciao.